Wir machen im Moment sehr häufig die Erfahrung, dass Unternehmer und Geschäftsführer die Inhalte, also die Texte für ihre Internetseite selber schreiben, weil sie denken, Agenturen oder externe Texter oder wahrscheinlich sogar die Erfahrung gemacht haben, dass externe Texter die Inhalte nicht so gut fachlich aufbereiten können, wie sie es eben selber tun. Und das Problem an der Stelle ist natürlich, dass eben die Arbeit bei dem Geschäftsführer persönlich hängen bleibt. Und genau dazu möchte ich dir etwas in diesem Video sagen. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer, Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Und wir beschäftigen uns mit Suchmaschinenoptimierung für Hersteller, Händler, Dienstleister, die in Google weit nach vorne kommen möchten, die ihre Inhalte bekannt machen möchten und Google natürlich auch als Vertriebsweg erkannt haben. Also die Situation, die wir häufig feststellen, ist, dass eben die Unternehmer ihre freie Zeit opfern, ob das jetzt am Abend, am Wochenende oder vielleicht auch unter der Woche im Büro ist und versuchen, sich eben in einem ruhigen Moment hinzusetzen und Inhalte für die Website auszuarbeiten. Mit Sicherheit ist es so, dass du als Geschäftsführer und Unternehmer in deinem jeweiligen Business auch eine große, große Fachexpertise hast. Das heißt, du weißt, wie deine Zielgruppe tickt, wie deine Zielgruppe denkt, wie das Angebot funktioniert. Aber es ist eben natürlich auch so, dass das, was du denkst, deine subjektive Sichtweise ist und auf deinen Erfahrungswerten beruht und auf der anderen Seite eben Suchende sind im Internet eben, die Nachfrager ihren Bedarf auf eine gewisse spezielle Art und Weise suchen. Und das gerade im B2B eben auch sehr unterschiedlich. Also wenn du im B2B-Umfeld aktiv bist, ist es eben so, du hast ja wahrscheinlich eben nicht nur den einen, den du adressierst, sondern Einkäufer, Geschäftsführer, Vertriebler, Techniker, all das. Oder auch im B2C ist es natürlich auch so. Es gibt den einen, der weiß, hey, ich möchte konkret dieses Produkt haben. Es gibt aber auch den anderen, der eben ein Problem hat und auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen sucht. Also das Problem, auf das ich jetzt eingehen wollte, ist im Prinzip, dass du aus deiner Sichtweise Dinge formulierst, als Geschäftsführer dich eben oder für deine Dinge argumentierst und auf der anderen Seite eben jemand mit einer wahrscheinlich sehr banalen Suchanfrage, also aus seiner Perspektive, eigentlich nur eine Sache beantwortet haben möchte. Man neigt dazu eben, als wenn man es selber macht, als Geschäftsführer, dass man eben so viele Dinge mit reinnehmen möchte. Ne? Ich hatte das eben noch in einem Gespräch, integrale Motoren, das sucht kein Mensch. Also da ging es um das Thema Elektromotoren und der Unternehmer hat ganz konkret gesagt, das hat sich der vorherige Geschäftsführer ausgedacht, über integrale Motoren zu sprechen. Fragt keiner nach. Derjenige, den man adressiert, sagt eben, ich möchte einen Elektromotorenhersteller, ich möchte einen Dienstleister für die und die Komponenten und all das. Aber man fängt halt eben blöderweise häufig an zu umschreiben, was man doch eigentlich vieles leisten kann. Und genau hier kommen eben auch noch viele weitere Dinge dazu. Wenn wir eben dich als Geschäftsführer nehmen, wenn die Situation bei dir eine ähnliche ist, dann opferst du natürlich mit deiner Zeit auch Zeit, für die du an anderen Stellen weglässt. Also all das, was das Thema Business Development, Strategieentwicklung und Mitarbeiterauseinandersetzung und so betrifft, fällt da quasi weg, weil du dich hier operativ mit diesen Dingen auseinandersetzt. Das heißt, das Thema Opportunitätskosten steigt massiv, indem du eben persönlich deine Zeit opferst. Und dafür möchte ich dich einfach sensibilisieren und auch so ein Stück weit eben mitgeben, dass vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass eine Agentur dir oder ein Texter dir schon mal Inhalte geliefert hat, dass alles irgendwie Murks war, du nicht zufrieden damit warst. Und aber dass das Potenzial da ist, dass Externe, so wie auch wir mit unserer Agentur, sehr wertige, hochqualitative, fachliche Inhalte auch liefern können. Und das Ganze kann eben datengestützt passieren. Also bei uns ist es eben auch so, dass wir die Inhalte, die wir erarbeiten, wir maßen uns natürlich auf gar keinen Fall an, jetzt in dem Beispiel Elektromotoren oder auch, was wir eben alles als Kunden haben, dass wir die Themen alle im Detail verstehen. Wir haben das zum Beispiel bei einem IT-Dienstleister sehr interessant die Erfahrung gemacht, wo man auch am Anfang gesagt hat, ja, müssen wir mal schauen, ob ihr das versteht, weil das ist natürlich sehr fachspezifisch und die ganzen Begriffe und die ganzen Anwendungsfälle und so. Und mit den ersten Texten, die wir erarbeitet haben, der Kunde eben festgestellt hat, hey, wow, da kommen ja richtig gute Sachen bei raus. Wir sogar die Fragestellung bekommen haben, ob wir selber ITler im Haus haben. Das haben wir nicht und genauso wenig keine Ingenieure oder auch keine Techniker, zumindest nicht in dieser Ausprägung, was es die Kunden vermuten lassen könnte. Wir haben aber Möglichkeiten, datengestützt an deine Inhalte zu gehen. Das heißt, wir schauen eben, was erfordert denn eine gewisse Situation an Inhalt. Ganz einfaches Beispiel ist immer, wenn wir zum Beispiel über Urlaub nach Mallorca sprechen. Ne? Da musst du über Sommer, Sonne, Strand, Erholung, Hotel, Meer, was auch immer sprechen, um den in der Mitte stehenden Begriff zu stärken.
Und ob das jetzt B2C, Mallorca-Urlaub oder das, ich weiß nicht, Schaumstoff-Schneidmaschinen betrifft, ist im Prinzip alles nachvollziehbar für uns, sodass wir eben eine sehr gute Antwort liefern können. Und das ist natürlich im Laufe der letzten Jahre so entstanden. Früher war das natürlich alles noch ein bisschen kryptischer, ein bisschen schwieriger, gerade für die alteingesessenen Texter, die natürlich mit ihrer Kreativität an die Inhalte gehen. Das Ganze geht heutzutage mit einem ganz anderen Anspruch. Also ich möchte dich an der Stelle einfach sensibilisieren, dass du dich nicht persönlich mit den Texten auseinandersetzt. Und wenn, dann eben erst im zweiten Schritt, und das ist das, was wir auch im Prozess mit unseren Kunden machen, wir liefern Inhalte, sodass der Kunde eben nachvollziehen kann, okay, passt das nicht zu uns. In der Regel haben wir hier Top-Ergebnisse, dass das, was wir erarbeiten, zu einem ganz großen Prozentsatz einfach direkt auch so online gestellt werden kann, weil wir eben aufgrund der datengestützten Situation verstehen, was in dem jeweiligen Markt gefragt wird. Und ja, wenn dich das ganze Thema interessiert, schau gerne einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, die hier unten drunter eingeblendet wird, philposch.de. Und ich freue mich auf ein persönliches Gespräch. Bis dahin.